Nummer Centurio, der hat auf Deutsch übersetzt, noch einen her. Hat dann geheissen, seine Legionäre haben ihn so getauft, weil er die Stöcke meistens auf den Kopf oder den Rücken von den Legionären zerschlagen hat, weil sie nicht richtig funktioniert haben auf dem Exerzierplatz. Disziplin ist sehr hochgehalten worden und Centurionen haben die Legionäre mehr gefürchtet als den Feind selber. Auch da sieht man wieder sehr schön das Überwerfen von den Wurfgeschossen. Von den Gegnern, die sich römische Einheiten nähren, war andauernd unter Beschuss gewesen. Und nur schon mit denen 30 Mann auf dem Platz hört man sehr gut das pulsierende Schlag auf die Schilder. Fugnette! Fugnette! Mit dem römischen Schwert, mit dem Kurzschwert Gladius, hat der römische Legionär nicht geschlagen und nicht wild um sich gefechtet, sondern er hat mit dem Kurzschwert gestochen, wie sie es jetzt sehr schön sehen. Das Schwert war darum so kurz, weil man in einer Schlacht von mehreren 10.000 Menschen schlichtweg keinen Platz hatte für ein Langschwert, wie man es im Mittelalter kennt. Für die gallischen Krieger oder germanischen Krieger ist das Langschwert zur verhängnisvollen Waffe geworden, wenn sie sich im Nahkampf nicht einsetzen können. Darum ist das Kurzschwert entwickelt worden, wenn der Legionär im Nahkampf einsetzen kann. Man weiß ebenfalls aus Überlieferungen, dass der Centurio zum Teil die Soldaten dermaßen züchtigen hat, quasi seinen Rebstock als Schlagwaffe benutzt hat, dass die Legionäre ins Spital. Es sind auch Legionäre zu Tod geschlagen worden in den 10 Millionen als Exempel, damit die anderen Legionäre wissen, was sie erwartet, wenn sie im Training nicht gerecht worden sind. Die Ausrüstung ist jetzt auf dem Platz im Eigentum von den Männern, die hier sind. Wir müssen das pflegen. Es ist halt auch Roscha, es ist aus Wissen, es ist aus Putzen, es gibt Fachdienste, die wir uns aus Militär auch mitkontrollieren. Guten Pilar! Heute schätzen wir jetzt den Wert von der Ausrüstung.